Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur nächsten Folge von Mass Effect. Wir möchten eine Ahnung. Commander, wie ich sehe, haben Sie die erforderlichen Vorräte für die Party gekauft. Wenn Sie bereit sind, können Sie von Ihrem privaten Terminal aus die Einladungen versenden. Crestmarker-Set. Guck nicht mehr weg. Ah, Leute, ich brauche noch gar nicht. Kritisch. Das ist Katalog, ne? Achso. Erstmal angucken. Von Ihrem Freund bei der Ahnung. Das haben wir schon. Gedenkfeuer. Commander, ich war ein wenig überrascht, als der Rat mir mitgeteilt hat, dass er etwas abhalten möchte, dass die Menschheit Menschen einer Gedankensphäre nennen. Wo sie stattfindet, ist sekundär, aber wichtig ist, wer daran teilnimmt. Ich möchte, dass sie kommen, zusammen mit allem von der Normandy, die meinen Vater kannten. Ich habe gelesen, dass man bei den Gedankfeiern der Menschen etwas Gutes über die Toten sagt. Es scheint mir angemessen, dass sie als Kommandant der Normandy diese Aufgabe nehmen. Ich will offen sein. Ich bin zu nervös dafür, denn ich könnte möglicherweise vor allen Anwesenden eine angenehme Erinnerung ergeben. Hier, Mom, bitte rückrufen. Hannah Shepard. Schätzchen, wir haben lange nicht mehr miteinander gesprochen. Zu lange. Admiral Hackett hat mich für die Arbeit am Tiegel rekrutiert. Keine Ahnung, ob du das schon wusstest, aber dort bin ich jedenfalls zu finden. Könntest du mich bitte anrufen, wenn du mal kurz Zeit hast? Ich würde wirklich gerne mit dir reden, Mom. Zettel-Treffen. Dieses Tiegel-Projekt ist der Wahnsinn. Brian und die anderen arbeiten rund um die Uhr daran. Ich muss in Kürze zur Citadel, um die Ausrüstung im Krankenhaus abzuholen. Wir könnten uns treffen, wenn Sie Zeit haben. Auf Galax war alles so chaotisch. Ich würde gerne mal mit Ihnen in Ruhe reden. Hoffentlich sehen wir uns. Digabit. Sehr geehrter Commander Shepard, nochmals danke dafür, dass Sie unsere Gruppe aus der Anlage auf Krelix rausgeholt haben. Admiral Hackett ist ein großzügiger Mann und es ist ein Privileg für ihn zu arbeiten. Der Bau des Siegels bringt zahlreiche Herausforderungen mit sich, aber mein Team und ich sind entschlossen, seine Geheimnisse zu lüften. Ich verlasse mich zwar nie auf das Glück, aber in diesem Fall wäre eine gehörige Portion davon gar nicht schlecht. Alles Gute, Commander, hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Huch. Einladen, Einladung versenden, einladen, Einladung versenden. Party feiern. Alle einladen. Welche Art von Party möchten Sie denn heute haben, Commander? Ich kann alles für ruhige Gespräche vorbereiten. Oder hätten Sie es lieber etwas wilder? Es kann ruhig wild sein. Ich denke, wir sollten etwas Dampf ablassen. Ausgezeichnet. Ich spiele laute Musik und mixe Drinks für die Gäste. Außerdem werde ich mich etwas festlicher zurechtmachen. Hey, nur herein. Danke fürs Kommen. Danke für die Einladung. Fühlen Sie sich alle wie zu Hause? Danke. Ich bin so frei. Ich habe immer noch meine Hoffnung mit dieser. Dieses Apartment ist einfach unfassbar groß. Da kostet ja nur der Strom pro Monat mehr als meine gesamte College-Ausbildung. Vergessen Sie, was ich gesagt habe. Also, Shepard, dieses Gesöff zu servieren ist eine Sache. Aber wie sieht's mit Trinken aus? Jemand muss doch alle nach Hause fahren. Sind wir denn sicher, dass die Normandy noch da ist? Hat schon wieder jemand versucht, sie zu stehlen? Haben Sie Ihre Zahnbürste noch? Keine Sorge, Cerberus würde uns bestimmt voller Freude die SR3 bauen. Wir hatten viele gute Zeiten auf dem alten Mädchen. Das kann man wohl sagen. Einige mehr als andere. Es ist mir eine Ehre, dazu gestoßen zu sein. Auf die Normandy. Und aufs Dazustoßen. 50.000 Jahre später. Hey. Es ist schön. Ich verbringe sonst nicht viel Zeit so mit den anderen. Als Freunde. Ich bin froh, dass das hier möglich war. Hi. Ich versuche, Kontakt zu finden. Ich bin daran nicht besonders gut. Kein Fan von großen Partys? Wenn ich jemanden kenne, dann schon. Aber einige der Gäste hier sind Legenden. Ich kann nicht einfach fragen, ob sie den Hummus probiert haben. Garrus, mein Freund. Wer ist beträchtlich?
Wenn in meinem Zyklus zu viele Personen in einem Raum waren, liefen sie Gefahr, bei einem Angriff alle zu sterben. Wir sollten vorsichtig sein. Cool, cool. Diese Musik ist klasse. Die richtige Musik sorgt für die Stimmung der ganzen Party. Stimmt's, Esteban? Hey, Shepard. Trinken Sie auch was? Okay. Wie geht es allen? Fragen Sie mich, wenn ich noch 5 von denen getrunken habe. Solange Sie Ihre Biotik unter Kontrolle behalten. Was passiert eigentlich mit einem Biotiker, wenn er völlig Borracho ist? Bleiben Sie in der Nähe, Muskelberg. Vielleicht finden Sie es raus. Ah, Muskelberg. Das gefällt mir. Hey, danke für das hier. Ich hatte wirklich etwas Entspannung nötig. Auch wenn es nur für eine Nacht ist. Ich glaube, wir haben uns alle eine Pause verdient. Das haben wir, Cortez. Ich trinke darauf, endlich eine verdammte Pause zu haben. Richtig angespannt, sie da sitzt so. Ich habe heute mein erstes Mal. War doch großartig. Hey, Muskelberg. Hey, James. Amüsieren Sie sich? Ich bin entspannt, aber amüsieren? Meine Abschlussfeier im Kindergarten war amüsanter als das hier. Sehr witzig. Keine Sorge, ich werde sehen, was ich tun kann. Wissen Sie, ob der Wasserfall da warmes oder kaltes Wasser führt? Commander, Ihre Gäste sind ganz schön wild. Gefällt Ihnen die Atmosphäre oder möchten Sie daran etwas ändern? Noch lauter. Die Party beginnt erst. Geben wir mehr Gas. Wie Sie wünschen, Commander. Treiben Sie sich rum. Schlimmster Planet, über dem ich je abgeschossen wurde? Vor dem Krieg? Vor dem Krieg. Nur Welten mit eigenem Leben. Was war das? Hey, Männer. Genau. Fachgespräch? Keine Sorge, wir haben Spaß dabei. Sie haben also keine Schusswaffe unter Ihrem Pilotensessel? Der Waffenschrank ist auf der Brücke. Praktisch in Reichweite. Eine Waffe, an die man nicht rankommt, ist praktisch nicht vorhanden. Wann haben Sie das letzte Mal mit einer Handfeuerwaffe trainiert? Irgendwann, bevor der kampftüchtige Roboter mein Co-Pilot wurde. Das ist nicht gut. Was ist, wenn Sie eines Tages mal Edi retten müssen? Das ist nicht akzeptabel. Sie sollten immer im Training bleiben. Piloten sind auch Krieger. Ganz genau. Sie sollten auf der Anlage ein wenig üben. Stimmt's, Commander? Sie kriegen mich nicht zum Schießen. Meine Testosteronwerte sind ziemlich hoch. Ich fliege eine tödliche Kriegsmaschine. Schon vergessen? Joker, Sie überraschen mich. Was ist mit dem Kollektorenangriff? Auf der Brücke kann es ziemlich gefährlich werden. Hey, genau das ist doch mein Argument. Hätte ich damals auch nur einen Schuss abgefeuert, wären Sie über mich hergefallen. Die wahre Waffe ist der Verstand. Nimmt man den weg, bleibt nichts mehr übrig. Trotzdem wäre es schön gewesen, in der Sushi-Bar etwas Verstärkung zu haben. Es gibt auf der Citadel einen Kampfsimulator. Nein, verdammt! Vielleicht eine Schießanlage, wenn's unbedingt sein muss. Vielleicht. Aber nicht, wenn ich erschöpft bin. Oder einen Kater habe. Die Reaper scheren sich nicht um ihr Befinden. Training bringt nur etwas, wenn sie mit dem Herzen dabei sind. Cortez, ich bin dabei. Wenn sie in der Verfassung sind, mich hinzubringen, bitte. Aber heute Nacht müssen sie gegen mich antreten. Großartige Party. Man sieht sie später auf der Tanzfläche. Warten wir es ab. Gammel hier oben. Absolut. Biotik ist beeindruckend. Ich habe nie was anderes behauptet. Sie meinen aber damit, dass... Hey, was geht hier ab? Benehmen sich alle? Natürlich, Shepard. James erklärt gerade, dass körperliches Training besser ist als Biotik. Wirklich? Den Schuh wollen Sie sich anziehen, James? Kommen Sie, Lola. Sie müssen mich dabei unterstützen. Biotik ist stark, aber unberechenbar. Diese ganze Abklingnummer... Shepard, wo haben Sie den denn gefunden? Ich würde meine Biotik nicht unberechenbar nennen. Und die Reaper sicher auch nicht. Sein Körper kann man verbessern. Aber Biotik, die ist, wie sie ist. Und was ist mit unseren armen Freunden, die sich mit fehlerhaften Implantaten herumschlagen müssen? Moment. Was?
Sie reden jetzt aber nicht von mir, oder? Ich mag ein L2 sein, aber ich habe hart gearbeitet und kann jetzt auch aufspalten. Wirklich? Das ist... Nein. Wirklich? Aha. Das ist ein bisschen seltsam. Okay, okay. Vielleicht meine ich nicht die Konditionierung an sich, sondern die Konditionierung eines gewissen James Vega. Oder, Jack? Nicht wahr, Liara? Sehen Sie sich das an. Dieser Kerl braucht nie eine Abklingzeit. Im Gegenteil. Je heißer, desto besser. Moment. Wir reden aber schon immer noch vom Kämpfen, oder? Ein Brüller. James, das ist dumm. Die Biotik wäre der klare Sieger. Wir reden hier über die Nutzung dunkler Energie. Ja, verstehe schon. Sehen Sie sich um. Diese Diskussion konnten Sie nicht gewinnen. Ist okay, Mann. Dummkopf. Schon okay. Mal gewinnt man, mal verliert man. Okay. Drinks, Snacks, bedienen Sie sich. Das nenne ich Landurlaub. Hey, kann ich irgendwas tun? Essen holen, andere Musik abspielen, nach dem Eis sehen? Es geht darum, sich zu entspannen und eine gute Zeit zu haben. Okay, Sie sind der Boss. Hey, vielleicht koche ich ja was. Kaidan, einfach entspannen. Atmen Sie. Es entsteht ein harter Abend bevor Monroe. Vega und ich schenken uns nichts, wenn es um Alkohol geht. Ach ja? Dann los! Fangen wir an. Wie waren denn Ihre Jäger? Viel kompakter als alles, was ich in diesem Zyklus gesehen habe. Ein Pilot erhielt nach Ende seiner Ausbildung einen eigenen Jäger, den er benutzen konnte und in Top-Zustand halten musste. Im eigenen Schiff begraben zu werden, war eine Ehre, ein Beweis für überragend. Ich bin genervt, aber davon lasse ich mir nicht die Party ruinieren. Nun, das sind gute Nachrichten. Mehr Drinks, ja? Jacob, L2. Hey, vorsichtig. Sorry, dann störe ich euch nicht mal weiter. Wie geht's? Gut, gut. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wirkt hier sowas wie eine Tanzfläche? Bei den Gästen, okay. Commander? Ich nehme ein. Als Sie jünger waren, haben Sie da Leute einfach nur so zum Spaß herumgeschleudert? Leute? Leute. Sachen, Zeug, Haustiere, Autos. Natürlich nicht. Oh ja. Oh ja, verdammt. Als Kind? Ständig. Ständig? Ja, mhm. Ich stehe also steif da, meine Leute. Guckt die da und lachen wenigstens, nicht wie ihr. Ach, Spezialistin Trainer, darf ich Sie etwas fragen? Du kannst mich alles fragen, Edie. Als Sie noch glaubten, ich sei eine einfache VI, da haben Sie Bemerkungen über meine Stimme gemacht. Oh nein. Ich möchte verstehen, warum Sie meine Stimme sexuell attraktiv finden. Oh, das ist ja schon länger her. Ich weiß nicht mal mehr, was ich da genau gesagt habe. Soll ich meine Aufzeichnungen, Ihre Äußerungen für Sie abspielen? Ich möchte das lieber nicht. Stimmt irgendwas nicht? Ich habe Spezialistin Trainer gefragt, warum sie meine Stimme sexuell attraktiv findet. Einmal haben sie gesagt, sie würden gern, ich zitiere, meine Stimme gegen die Wand nageln und mit ihrer Zunge ihr Schlüsselbein ablecken. Nun, das ist aus dem Zusammenhang gerissen. Sie sprachen über Quantenverknüpfung und ich wusste nicht, dass Sie eine KI sind. Außerdem habe ich nur Spaß gemacht.
Dazu der Stress wegen der Nachrüstungen und... Wirklich? Mein Diagnoseprogramm sagt, Sie seien tatsächlich erregt gewesen. Sie haben ein Diagnoseprogramm? Cerberus hat Ihnen beigebracht, Körpersprache zu analysieren? Verlässlichere Resultate erhalte ich durch die Messung der Pupillenerweiterung und die Temperaturwerte der erogenen Zonen. Ach, du meine Güte. Man muss fair bleiben, Trainer. Edie hat das Recht, tatsächlich gemachte Aussagen zu hinterfragen. Mich hat einfach interessiert, wie Trainer ein sexuelles Empfinden für etwas entwickeln konnte, das zu dem Zeitpunkt eine körperlose Stimme war. Ihr seid alle furchtbar. Edie, ich entschuldige mich dafür, dass ich gesagt habe, ich würde mich gerne nackt mit ihrer Stimme in Satin-Bettwäsche wälzen. Oh, ich fand das nicht schlimm. Im Gegenteil, es war schmeichelhaft. Auch der Teil, wo ich ihre Stimme an den Haaren packen und mich ihr an ihrem Rückgrat entlang nach unten arbeiten wollte? Ich erinnere mich nicht daran, dass Sie das gesagt haben, Samantha. Oh, dann habe ich's also nur gedacht. Vergessen Sie's. Okay. Das wird mir zu viel da unten. Da oben. Commander, Ihre Gäste scheinen sich zu amüsieren. Was soll ich jetzt tun? Tanzen. Mach die Musik lauter, damit die Leute tanzen können. Sehr gut, Commander. Ich hatte bislang kaum Gelegenheit, meine Hüpf- und Wackelfunktion einzusetzen. Jeff? Ja, Edie? Bei sozialen Events wie diesem ist es üblich, mit Freunden oder Geliebten zu tanzen. Würdest du mit mir tanzen? Oh. Damit das passiert, muss mehr kommen als eine höfliche Bitte, Edie. Ich habe Aufnahmen, wie du im Schlaf sprichst, die ein höchst unterhaltsames Extranet-Video abgeben würden. Okay, das ist Erpressung. Er will also nicht mit dir tanzen, was? Hallo, Shepard. Nein, will er nicht. Aber ich schon. Oh Mann. Ist das langsam? Jetzt mal im Ernst, tun Sie es nicht. Nun, dann sollten Sie vielleicht mit ihr tanzen. Andere Leute tanzen auch, Jeff. Das sehe ich. Und ich sitze hier und genieße meinen Drink. Ach, wie so ein altes Pärchen schon. Joker. Nein. Na los. Nein. Im Ernst? Na gut. Oh, sie verlieben sich. Ist so süß. Das Tanzen in Kriegszeiten ist eine Verschwendung wertvoller Energie. Proteaner tanzen nur auf den Gräbern ihrer Feinde. Ach das. Ich gehe in nächster Zeit nicht zurück nach Granval. Unmöglich. Wohl möglich? Ich könnte das. Ich könnte sie von diesem Balkon werfen, ohne ins Schwitzen zu geraten. Oh, ich weiß, dass Sie das können. Aber haben Sie auch die Cojones, es tatsächlich zu tun? Irgendjemand? Shepard! Was ist los? Ich führe nur einen Beweis durch. James hat jetzt sicher mehr Respekt vor Biotikern. Sind Sie okay, James? Das ist toll. Ich zittere am ganzen Körper. Genau. Cool, was? Ich kann dieses Gefühl jederzeit haben. Finden Sie es entspannend? Irgendwie schon. Unter anderem. Sie sind so sanft, Liara. Darf ich auch mal? Vorsicht, ich brauche morgen früh die gesamte Crew. Okay, Schluss mit dem Spaß. Setzen Sie mich ab. Los, tanzen wir! Okay.
Sie sollten diese Moves öfter vorführen, Trainer. Sie und ich gleichzeitig tanzen? Zu gefährlich. Der Raum würde brennen. Ja, verdammt. Kapitän an Deck. Es ist sehr enthusiastisch. Wir sollten das aufnehmen und den Reaper checken. Entweder laufen sie dann weg, schmelzen zusammen oder verlieben sich. Schön zu sehen, dass manche Dinge sich nie ändern. Also mir gefällt's, Commander. Es ist wichtig, hin und wieder einfach mal loszulassen. Ich danke allen für ihre Loyalität und Unterstützung. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge und somit auf Wiedersehen.